Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Fit in den Frühsommer. Heute mit Funde Wurzeln. Wir wollen also heute Fett verbrennen, Energie verbrauchen, Muskeln kräftigen. Denn die Muskeln sind ja unsere Verbrenner, die dann im Alltag oder auch beim Sport ganz viel Energie benötigen und viel Fett verbrennen. Also wichtig, vor allem große Muskelgruppen wie zum Beispiel die Beine, Gesäß, natürlich auch unsere Rumpfmuskulatur. Mach so mit, wie es für dich am besten passt. Jederzeit Pausen einlegen, auf jeden Fall vorher ein großes Glas Wasser trinken und nachher auch. Und jetzt richte dich zuerst auf, Brustbein anheben, Schultern so ein bisschen nach hinten kreisen, ganz locker lassen, mach nur weiter. Komm in eine Grätsche, Knie zeigen nach außen Richtung Fußspitzen. Und dann einmal ganz langsam rechts und links die Schultern zurück. Genau. Einfach mal locker atmen. Spannung im Bauch. Wir haben viel vor heute. Vielleicht magst du dir auch was zur Seite stellen zum Trinken. Nochmal. Darf es auch größer werden, Ellbogen hoch. Noch ein bisschen größer. So, dass deine Brustwirbelsäule sich mitbewegt. Und dann nochmal kleiner, Ellbogen, Schultern. Und da machst du jetzt genauso weiter. Wenn die rechte Schulter hoch oder kreist, kommt deine linke Fußspitze und umgekehrt. Hoch, gleich die Fußgelenke mitbewegen. Und dann ziehst du deine Schultern nach oben. Hoch, hoch. Genau, immer noch gegen gleich. Fußspitzen. Haben wir schon geübt, oder? Klappt. Lass deine Fußspitzen jetzt unten, nur die Schultern und verlagere dein Körpergewicht. Tippe jetzt auf, rechts und links. Groß werden in der Bewegung. Hoch. Ganz weit. Lässt du deine Schultern fallen, die Arme schwingen nach rechts und links. Hin und her. Kleiner werden. Auspendeln. Und am Platz gehen. So, und jetzt hol dir deine Knie mal so richtig weit nach oben. Arme mitnehmen. Ganz weit. Ziehen, ziehen, ziehen. Leise abrollen von der Fußspitze auf die Ferse. Und dann ist sie bestimmt so ein bisschen warm, oder? Immer noch. Hol deine Knie im Wechsel nach oben. Einmal hoch, egal welche Seite. Gleich deine Arme mitnehmen und die gehen jetzt ein bisschen höher. Von oben nach unten ziehen. Je höher die Arme, umso höher unser Puls. Nimm mal das Knie nur so hoch, dass du mit dem Rücken immer noch ganz gerade sein kannst. Nacken entspannt. Lass deine Füße jetzt stehen,
Arme gehen weiter und du bockst hoch. Hüftbreite Beine. Komm, hoch, hoch, hoch. Gerne auch ein bisschen auf deine Fußspitzen nach oben ziehen. Nochmal. Jetzt nach vorne boxen. 4, 3, 2 und nach oben. Nochmal nach vorne. Nach oben. Letztes Mal noch nach vorne. Nach oben. Und auslockern, hier bleiben, ganz locker. Ich mache uns den Piepser an, es geht los mit unserer ersten Übung. Hüftbreit, 1,5 Minuten, gehen wir jetzt langsam tief und hoch. Wenn du hochkommst, Gesäß anspannen, Oberschenkel vielleicht sogar in die Waagrechte, Rücken gerade, mach weiter. Beinkraft, große Muskelgruppen trainieren. Schau mal, die Arme gehen mit. Und wenn du hochkommst, hebst du jetzt dein rechtes Bein und dein linkes. Nochmal tief, hoch, tief, hoch. Wir haben immer von jeder Übung 2 Sätze. Das heißt, 2 Einheiten, um so richtig effektiv zu trainieren. Puh. Außenseite spüren. Nochmal. 25 Sekunden. Nochmal. 15 Sekunden. 10, 3 und wir machen 1 Minute lang ganz kleine Trippelbewegung. Komm, gib Gas. Wir wollen ja Fett verbrennen, Energie verbrauchen, Schritte machen. Merkst du schon was? Ja. Und dann haben wir noch 1 Runde von der Übung. Komm. Sekunden. 15. 13. 5 Sekunden, 4, 3, 2 und Hüftbreit, es geht wieder tief, hoch, lass dir Zeit, hoch, nochmal. Nimm die Arme jetzt mal zur Seite, das heißt tief, Spannung. Sekunden. 35 Sekunden. 14. 8 Sekunden. Wenn es nicht mehr geht, mach Pausen.
Okay, lockern. Unser nächster Schritt, schau mal. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Komm in Bewegung. Rechts, links, hin. Komm mit. Du kannst auch nur einen Schritt zur Seite machen stattdessen. Schau mal, so. Okay. Wenn du willst. Auslockern. Nächste Runde Kräftigung. Grätsche. Tief, gerade Rücken, Knierichtung, Fußspitzen. Und wir gehen tief, heben eine Ferse hoch. Tief, ha. Genau. Hoch. Ganz tief gehen. Beinkraft. Gleich nochmal. Hinten hochziehen. Richtung Gesäß. 30 Sekunden. 25. Nochmal. Zehn Sekunden. Und eine Runde trippeln. Komm. Locker lassen. Davon brauchen wir noch eine Runde dann. Immer noch 27 Sekunden. Siebzehn, sechzehn, fünfzehn, fünf, vier. Zweite Runde. Hierher. Tief, hoch. Eineinhalb Minuten. Oh, ich spüre schon meine Beine. Du auch. Mitte fest, Mitte fest. Fünfzig Sekunden noch. Sekunden. Fleißig. Das heißt, der Pfund purzeln muss sich natürlich lohnen. Fünfzehn Sekunden. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier,
rein. Und noch einmal in Cha-Cha rechts, links oder Schritt, wie du willst. Cha-Cha-Cha, Cha-Cha-Cha. Genau. Zehn Sekunden. Fünf. Nächste Runde Kraft. Auf ein Bein. Ganz ruhiges Knie. Arme hier. Und dann tippst du mit dem anderen Bein Knie zu den Händen. Ganz, ganz fixiert. Spür den Po und natürlich den Oberschenkel und Rücken. Achtundfünfzig Sekunden. Fünfundvierzig Sekunden. 40. Ah, ich spüre schon den Po. 20 Sekunden noch. 13, 12. 10, 9, und locker. Nächster Schritt ist entweder Tap oder, wenn du Lust hast, pendeln rechts, links. Sekunden. 20. Dann machen wir erst noch mal die Seite. 1. Runde. Ruhiges Bein. Ran weg. Dann haben wir natürlich nur mit jedem Bein noch eine Runde, gell? Immer noch. Durchhalten. Stabiles Bein. Sekunden. Wenn es nicht mehr geht, einfach mal lockern und dann wieder einsteigen. Zwanzig. Zehn, neun, acht,
und lösen. Entweder Tap oder pendeln. Dann wiederholen wir nochmal. Bereit? Ruhig was trinken. Ruhiges Knie. Zweite Runde. Sekunden. Ruhig mal zwischendurch lockern und dann wieder einsetzen. Puh, 13, 12, 11, 10. Komm. Lösen, lockern. Nächste Bewegung, entweder Fersen nur heben oder so ein bisschen abspringen, twisten. Und dann nur noch eine Seite. Sekunden. Weiter bewegen. 20. Dreizehn. 5, 9, letzte Seite, stabil, ruhiges Knie, 9, machst es nur für dich und dann haben wir nur noch 2 Übungen. Schaffen wir. Also im Stand meine ich. Komm. Letzten 35 Sekunden. Auf. Und du weißt ja, zwischendurch mal lockern ist völlig okay. Achtzehn, 17, 16, 15. 7, 6, 5, 4,
entweder nur die Fersen oder ein bisschen höher, vielleicht auch schneller. Muss ja nicht im Takt der Musik sein. In Bewegung. Komm, komm. 30 Sekunden noch. Sekunden. 10. 10. Nächste Runde. Du gehst weiter und während du gehst, ockst du kraftvoll nach vorne. Aus der Körpermitte hol mal deinen Arm ganz schnell wieder zurück. Genau. Komm, komm, komm. Immer noch. Ganz schnell zurückholen. Letzten 20 Sekunden. Eine Minute hinher. Richtig schön abrollen. Fußspitze, Ferse. Immer noch große Bewegung. So, jetzt wird es ein bisschen schneller. Fünfzehn Sekunden. Hinher. 4 Sekunden. Gehen. Und während du gehst, bockst du. Und jetzt versuch Rücken zu kreuzen. Das heißt, so ein bisschen diagonal nach vorne und schnell zurückziehen. Geht noch. Schon, oder? Gib alles. Werden auch die Arme schwer? Sekunden. Komm so ein Stück zu mir. Komm zurück. Nochmal nach vorne. Zurück. Komm nochmal nach vorn. Zurück. Bleib. Schneller.
Oh, okay. Und hin, her. Ganz leise abfedern. Immer noch 20 Sekunden. Kleiner werden. Schau mal. Tippen. Nächste Runde. Langsam. Rück. Ferse oben. Ich zeige sie mir seitlich. Knie bei der Ferse. Hintere Oberschenkel senkrecht. Und dann wechselst du. Andere Seite. Tief. Und wieder wechseln. Einmal runter, Knie über der Ferse und wechseln. Arme gern hierher. Nochmal. Muss nicht im Tempo sein. Beinkraft. Geh auch nur so tief, wie es für dich okay ist. Bleib drei unten, drei, zwei, komm wieder hoch, wechseln, drei, zwei, komm hoch, wechseln und lockern. Ausdauer, entweder Kick oder darfst auch so ein bisschen abspringen und muss nicht im Takt sein, holst du ein bisschen schneller. Nach vorne kicken. Zwanzig Sekunden. Fünf. Und eine letzte Beinkraft. Nochmal den Lunge. Komm zurück. Drei, zwei. Mitte. Drei. Schau mal, wenn du möchtest, drehst du zum vorderen Bein. Wechseln. Drei. Vorderes Knie. Zusätzlich auch Rücken und Bauch. Nochmal. Fünfundvierzig Sekunden noch. Puh. Endspurt. 25 Sekunden. Komm, die halten wir noch durch. 20 Sekunden. Nochmal. Mach nur weiter. 10 Sekunden. 7.
und lockern. Letzte Runde Kick. Komm, 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 mach mal Kick. Dein Tempo. Eine Minute. Immer noch, letzten 30 Sekunden. Jetzt darfst du wirklich nochmal alles geben. Komm, Beine auslockern. Die haben es auch verdient, gelockert zu werden. Fünf Sekunden. Und lockern. Mach ruhig mal einen Schritt. Ganz locker. Du kannst ja immer jederzeit die Übung so ein bisschen variieren, vereinfachen, erschweren, zusätzlich irgendwas dazunehmen. Klar. Puls nach unten. Aber nicht aufgeben, wir haben noch zwei Übungen. Und dazu gehen wir an den Rand der Matte. So, dass du deine Matte vor dir hast. Komm mit deinen Händen nach unten, mit deinen Knien nach unten. Und jetzt mal richtig mit den Händen unter deine Schultern. Mit den Beinen in die Länge. Du kannst auch auf deine Unterarme gehen. Po fest, Bauch fest. Und los geht's. Wir ziehen rechts, links, Knie ran. Rumpfkraft, Stützkraft. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Gib Gas. Denk dran, wir wollen ja Pfunde verlieren. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2 und lösen, absetzen. Zurück, Handgelenke lockern, Schultern lockern, auf die Seite. Vielleicht magst du deine Beine ausstrecken, Unterarm abstützen auf jeden Fall, in deine Richtung ziehen. Wenn du willst, unteres Bein nach vorne. Becken anheben und jetzt gehst du mit dem Becken hoch, ab. Du kannst die Knie auch unten lassen. So geht's auch. Okay. Immer noch. Noch zwei und lösen, oh, hinsetzen. Also zwei Möglichkeiten, entweder lange Beine oder Knie gebeugt. Alles ist richtig. Also entweder wieder lang, Unterarm in deine Richtung ziehen, Becken anheben, Bauch fest und los geht's. Hoch, tief. Oder so. Geht noch. Sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, noch einen und absetzen, entspannen. Lass dich einmal über deine Oberschenkel nach vorne hängen.
den ganzen Oberkörper wirklich mal so richtig fallen lassen, fleißig. Ganz langsam wieder aufrollen, lockern, ein Bein nach vorne stellen. Ich drehe mich jetzt mal so zu dir, ein Bein nach vorne, das andere Bein ganz lang, Hände neben den Fuß und mal so richtig rausstrecken dein hinteres Bein. Spür die Dehnung im Hüftbeuger hier, Oberschenkel, bleib so, genau. Ganz lang werden, so dass du wirklich merkst, dass du die Dehnung wahrnehmen kannst. Dann drehst du dich auf mit der Hand, links vorne ist den linken Arm zur Decke. Ganz weit, genießen. Ganz langsam wieder zurückkommen, Seite wechseln, anderes Bein nach vorne, erstmal ganz weit strecken, Ferse nach hinten schieben, denselben Arm nach oben, wenn du möchtest. Wieder lösen, beide Beine nach vorne, aufstützen auf die Oberschenkel, aufrollen, nach oben. Ist dir auch warm? Ich hoffe. Lass locker. Atme ein, Arm hoch, ein Bein heben, Knie zusammen, drück den Fuß in die Hand, Po anspannen und den Fuß richtig dagegen schieben. Lösen, hinten kreuzen, zur Seite ziehen, Außenkante vom Fuß, lösen, einatmen, anderes Bein jetzt, Fuß fassen, in die Hand schieben. Po anspannen, Bauch anspannen, halten. Morgen werden wir ein bisschen Arme trainieren. Dann wieder lösen, hinten kreuzen, zur Seite ziehen. Spür die Dehnung in der Seite. Dann lass nochmal los. Hände hinten fassen. Jetzt dein Brustbein anheben, Schultern zurück und die Arme noch ein Stück höher ziehen. Deine Schultern beim Boxen haben dann die Arme auch ein bisschen gelitten, oder? Dann lockere nochmal aus, mach den Rücken rund, Handrücken nach vorne, heb dein Brustbein, Handflächen nach vorne, nochmal rund, Handrücken, Handflächen, Handrücken. Noch einmal aufrichten, recken, strecken, Arme öffnen, ganz stolz auf dich sein, wirklich entspannen. Vielen Dank fürs Mitschwitzen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich freue mich riesig, wenn du unten Gefällt mir drückst, einen netten Kommentar hinterlässt.
Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen natürlich. Den Link, den findest du unter dem Video in der Beschreibung. Geh auf deine Unterstützung und dann kannst du auswählen, ob du mich monatlich mit 2,50 Euro zum Beispiel wertschätzen möchtest oder 5 Euro oder 10 oder 20, was es dir wert ist. Danke, danke. Wenn du Lust hast, lade auch noch jemanden ein, sich mit uns zu bewegen. Du findest die ganze Playlist ja da oben bei dem Infopunkt oder auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists. Also einfach mal reinschauen. Da geht ja jetzt jeden Tag ein neues Video online. Die bleiben dann auch online. Also kannst du jederzeit wiederholen. Und klar freue ich mich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Hoffentlich bis morgen.